Aber wir wollten ja sprechen von meinem Heimatland, von Nordrhein-Westfalen. Dessen prominentester Bürger Sie sind, Herr Dr. Adenauer. Er hat den Kölner Dom noch als Baustelle gekannt, wird in der Kaiserzeit zum Mann, erlebt die Revolution als Oberbürgermeister, die Diktatur als Gefangener und die Demokratie als erster Bundeskanzler. Konrad Adenauer. Er hat die deutsche Geschichte in allen Facetten erlebt. Mal ganz oben, mal ganz unten. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt auch noch komme, Ihre Geduld in Anspruch zu nehmen. 1955. Konrad Adenauer wagt sich als Bundeskanzler zum Klassenfeind nach Moskau. Er will die Gefangenen heimholen. Erst dann ist für ihn der Krieg wirklich zu Ende. In dem Zeitpunkt war nur er der Einzige, der das hat schaffen können, die heimzuholen. Die Delegationen in Moskau trinken, streiten und pokern. Nach 4 Tagen schlagen sie ein. Der sowjetrussische Premierminister hat mir gestern Abend erklärt, ehe ich in Bonn sein werde, würde die Aktion der Rückgabe in Russland schon anlaufen. Dann kam ein General ins Lager und sagte dann, wir würden bald unsere Kinder wieder auf den Armen wiegen können. Aber die Kinder sind inzwischen groß. 10 Jahre sind vergangen. Für Adenauer ist es der größte Erfolg seiner Karriere. Eine Karriere, die eigentlich schon längst beendet war. Am 5. Januar 1876 in Köln geboren, wächst er in eher bescheidenen Verhältnissen auf. Später wird er gerne erzählen, dass er sich bis zum 16. Lebensjahr mit seinem Bruder ein Bett teilen musste. Die Erziehung durch seine Eltern ist streng und autoritär. Er wird es später genauso machen. Er sagte, man muss seine Arbeiten so korrekt machen, dass wenn neben ihm, das hat sein Vater ihm schon beigebracht, neben ihm eine Kanone abgefeuert wird, dass man trotzdem an seinem Platz sitzen bleibt und seine Pflicht weiter erfüllt. Konrad scheint zunächst nicht zum Helden geboren. Er hat mit 7 Jahren eine Knochenkrankheit, die ihn für ein halbes Jahr in Stahlschienen zwingt. Als Jugendlicher erleidet er eine Tuberkulose, die damals nicht jeder überlebt. Trotz allem, Konrad Adenauer ist ein guter Schüler. 1894 macht er Abitur. Ich kann hier bekennen, es ist mal nicht sehr nett, dass wir Abiturienten damals doch auf irgendeine Weise alle vorher im Besitz der meisten Arbeiten gewesen sind. Das ist alles sehr unmoralisch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber Gott, wir haben es gemacht. Und bei der Lateinarbeit, die wir auch hatten, da haben wir so ja die Fehler verteilt. Der eine musste so viel Fehler machen, der andere so viel Fehler machen. Und die Besten, dazu gehörte ich übrigens auch, brauchten keinen Fehler zu machen. Als Student meidet er eine schlagende Verbindung und geht mit einem Attest auch den Militärdienst. Nicht gerade förderlich für eine Karriere. Schließlich macht er auch noch ein schlechtes Examen. Und das ist noch nicht alles. Die Promotion zum Doktor haben Sie wohl nie vollzogen? Nee, wenn Sie das... ich vermisse es aber auch nicht. Adenauer macht trotzdem Karriere. Auf die kölsche Art. 1902 sieht man ihn immer öfter auf Gruppenfotos des Tennisclubs Pudelnass, in dem die höheren Töchter der Kölner Gesellschaft auf Bräutigamschau gehen. Spiel, Satz und Sieg. Adenauer wird hier seinen Matchball landen. Er verliebt sich in Emma Weyer, die Tochter des Generaldirektors der Kölner Lebensversicherungen. Bei einem Spaziergang im idyllischen Rheintal kommt es zum entscheidenden Antrag. 2 Jahre später heiratet er sie und hat damit Zutritt zum Kölner Klüngel. Das eine sind familiäre Beziehungen, dass er durch seine Heirat in die Kölner Haute-Volée eingebunden war. Um das andere kümmert er sich selbst. 2 Jahre nach der Hochzeit verlässt er seine nicht gerade erfolgreiche Juristenlaufbahn und wechselt ins Kölner Rathaus. Dort sitzen schon einige Vettern und Onkel seiner Frau Emma. Die familiären Bindungen waren die Möglichkeit, Türen zu öffnen. Und wenn dann Effizienz, Überzeugungskraft, gute Ergebnisse dazukommen, dann ist das eine gute Möglichkeit für den Aufstieg. Alles läuft nun wie am Schnürchen.
Noch im gleichen Jahr kommt sein erster Sohn zur Welt. Adenauer ist jetzt wer? Er steigt auf zum zweitmächtigsten Mann der Stadtverwaltung. Standesgemäß baut er sich eine Villa in einem Kölner Nobelviertel. Da bricht der Erste Weltkrieg aus. Adenauer kämpft. Nicht an der Front, sondern in Köln gegen den Hunger. Als Leiter der Lebensmittelversorgung kämpft er gegen Engpässe, frei nach dem Motto, Not macht erfinderisch. Für seine Kriegsdauerwurst und das Adenauerbrot bekommt er sogar ein Patent. Das schmeckt ausgezeichnet. Das haben die Leute nicht mal gemerkt. Haben das nicht gemerkt? Da konnte man Sojamehl beimischen, andere Mehl, nicht wahr? Und dann schmeckte das Ganze sehr gut. Musste nur gut gebacken werden. Mitten im Krieg stirbt seine Frau Emma. Seit der Geburt der Kinder war sie krank, kämpfte 4 Jahre lang gegen den Tod. Ein Jahr wird die Familie Trauer tragen. Wie soll es jetzt weitergehen? Gerade hat er das Angebot bekommen, in Aachen Oberbürgermeister zu werden. Noch lieber wäre er es in Köln und die Chancen stehen gar nicht mal schlecht. Aber nun als Witwer mit 3 kleinen Kindern? Seine Mutter hilft aus und Adenauer steht kurz vor dem Sprung an die Spitze. Da schlägt das Schicksal wieder zu, März 1917. Wie jeden Tag will er sich mittags mit dem Wagen nach Hause bringen lassen. Der Autounfall war katastrophal. Ich fuhr nach Hause, nachmittags um 2:30 und der Fahrer meines Autos war eingeschlafen und ist dann mit voller Wucht in einen Straßenwagen gefahren mit mehreren Anhängern. Und hat wohl seitdem auch ein Gebiss getragen. Die Zähne waren alle weg damals. Ne? Er ist damals durch die Scheibe geflogen. Meine Großmutter und ich, die bei uns im Hause lebte, machten uns dann am Spätnachmittag auf und fanden einen bis zur Unkenntlichkeit am Kopf verbundenen Vater vor. Im Rathaus ist man ratlos. Dieser völlig zerschundene Mann soll jetzt Oberbürgermeister sein? Kann der überhaupt noch klar denken? Er kann. Auf seinen persönlichen Tiefpunkt konzentriert er sich mit ganzer Energie auf den neuen Job. Nach 4 Monaten Krankenhaus und 3 Monaten Kur kommt er mit neuem Gesicht zurück nach Köln. Er ist der jüngste Oberbürgermeister im ganzen Reich und verlangt dennoch das höchste Gehalt. Adenauer war geschickt. Er hat die Gelegenheit benutzt, dass in Aachen eine Oberbürgermeisterstelle frei war, um dann in Köln zu pokern. Das mit Erfolg. Die Sozialdemokraten haben zugestimmt. Und er hat sich als Oberbürgermeister immer stärker mit Leuten der Wirtschaft verglichen als mit Beamten. Und von daher waren seine Gehaltsvorstellungen eher denen der Wirtschaft angepasst als denen des öffentlichen Dienstes. Adenauer hat große Pläne. Doch zunächst muss der verlorene Krieg abgewickelt werden. Arbeiter- und Soldatenräte zetteln in den großen Städten die Revolution an. Der Kaiser flieht ins Ausland. Adenauer behält die Nerven. Ich habe dann mitteilen lassen, jeder Soldat, der seine Waffen abliefert, dem Rathaus dafür eine Mahlzeit bekäme. Wir hatten haufenweise nachher Waffen da. Und die Leute waren zufrieden und wir waren zufrieden. Um mögliche Ausschreitungen zu vermeiden, lässt Adenauer 3 Millionen Liter Schnaps aus den städtischen Kellern nachts in den Rhein laufen. Das hat nicht jedem gefallen. Und dieses Projekt auch nicht. Gegen den Willen einiger Grundbesitzer und Bauern setzt Adenauer sein Lebenswerk durch, den Grüngürtel. Eine grüne Lunge rund um die Stadt als Freizeitfläche für die Menschen aus den Mietskasernen. Eine für deutsche Großstädte einzigartige Idee, für die ihm die Kölner bis heute dankbar sind. Baubeginn ist allerdings nicht vor den Arbeiterwohnungen im Norden, sondern genau vor den Türen der Nobelvillen. So auch vor dem riesigen Garten Adenauers. Und genau hier funkt es über den Gartenzaun. Der leidenschaftliche Hobbygärtner Adenauer schaut von der Arbeit auf und da blüht nicht nur seine Pfingstrose, sondern auch die schöne Nachbarstochter Auguste, 19 Jahre jünger. In dieser idyllischen Gartenlaube trinken sie Tee.
Unter der Bedingung, dass sie bereit ist, zum katholischen Glauben zu wechseln, ist er bereit, sie zu heiraten. 1919 gründet er seine zweite Familie. Er wird insgesamt 7-mal Vater. Es hat jedenfalls dazu geführt, dass er eine sehr bewusste Tageseinteilung und Lebenseinteilung ausgeübt hat. Mäßiger Alkohol, genaue Tagesplanung, mittags eine Erholungspause und anderes mehr. Punkt 8.45 Uhr fährt er zum Rathaus. Punkt 13.45 Uhr ist er wieder zu Hause, zur Kontrolle der Schularbeiten. Er frug da immer nach, hast du deine Arbeiten gemacht? Und ich habe auch Strafarbeiten von ihm aufbekommen. Nach dem Mittagessen legt er sich für eine Stunde auf die Veranda. Mit Ohrenstöpsel und lokaler Verdunkelung. Er schlief wohl gerne mit einem schwarzen Tuch, mit einem Seidentuch über die Augen. Dann geht es zurück ins Rathaus. Es gibt schließlich viel zu tun in diesem, wie er findet, viel zu provinziellen Köln. Köln hätte sich anders entwickelt ohne Adenauer, denn das war ja ein Mann der großen Projekte, der Köln versuchte voranzubringen. Adenauer wollte Köln zu einer Metropole des Westens entwickeln, um ein Schwergewicht in dieser bedrohten rheinischen Landschaft zu bilden. Köln sollte als Teil des Reiches bedeutend sein, damit es umso schwerer fallen würde, Köln vom Reich abzutrennen. Köln als Gegengewicht zum großen Berlin. Doch es fehlt an Prestigeobjekten. Adenauer gibt einen weiteren Hafen in Auftrag, holt Ford nach Köln, lässt einen Flugplatz bauen und die modernste Sportanlage des Reiches mit dem Ziel, die Olympischen Spiele 1936 nach Köln zu holen. Doch damit nicht genug. Er baut die Universität, eine Musikhochschule, die Kölner Messe. Adenauer ist ebenso produktiv wie verschwenderisch. Köln, eine moderne Stadt, doch hoch verschuldet. Wer etwas erreichen will, muss investieren. Und Adenauer hat noch viele Pläne. Adenauer hat immer wieder Niederlagen erlebt und hat auch damit leben müssen. Aber ein gewisses Maß an Zähigkeit und Zielstrebigkeit ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, um politisch erfolgreich zu sein. Und das zeichnete ihn aus. So bei der Mülheimer Brücke. Alle im Rat stimmen für die billigere Bogenbrücke. Nur Adenauer will eine Hängebrücke, die aber 4 Millionen Mark mehr kosten soll. Einer gegen alle. Für Adenauer kein Grund aufzugeben. Wir haben uns heftig gestritten. Aber wirklich heftig gestritten wie kaum um je eine andere Sache. Mit List und Tücke sucht sich Adenauer seine Mehrheit. Bei einem feuchtfröhlichen Trinkgelage erzählt er den Kölner Kommunisten, die Kommunisten in Moskau würden nur noch Hängebrücken bauen. Dann trat auf der Vorsitzende der KPD, der kommunistischen Stadtverordnetenfraktion, und erklärte kategorisch, in Moskau werden nur noch Hängebrücken gebaut, wir sind für eine Hängebrücke. Mit einem großen und nicht ganz billigen Fest wird die Brücke eingeweiht. Das ist die Stunde des Politikers. Jetzt kann er punkten. Und Adenauer braucht die Punkte. Er möchte zum Oberbürgermeister wiedergewählt werden. Allerdings hat er bei allem Respekt durch seinen sehr eigenen Regierungsstil viele Freunde verprellt und ist nicht mehr unumstritten. 3 Wochen vor der Wahl eröffnet er die neue Kölner Universität. Am gleichen Tag bricht in New York die Börse zusammen. Und so wird der nächste Tag auch in Europa als schwarzer Freitag in die Geschichte eingehen. Damit hat Konrad Adenauer ein Problem. Auch sein eigenes Vermögen ist betroffen. Adenauer war persönlich sparsam, lebte auch einfach, konnte sein Geld auch anlegen, ist nur in dieser Sache, im Aktiengeschäft, in eine Angelegenheit hineingelaufen, die sehr ungünstig war, sowohl politisch als auch für ihn persönlich. Seit Jahren legt Adenauer sein Erspartes in solide Aktien an und ist Mitte der 20er Jahre schon Millionär, als ihm jemand anbietet, sein Geld in lukrative amerikanische Glanzstoffaktien zu investieren. Tatsächlich setzt er sofort sein ganzes Vermögen auf eine Firma. Wenig später bricht die Börse zusammen. Statt 1 Million in Aktien hat Adenauer nun 1 Million Schulden. Es war jedenfalls in der Weltwirtschaftskrise eine ganz unangenehme Situation für ihn, als verschuldeter Oberbürgermeister Wahlkampf machen zu müssen und der Opposition, vor allen Dingen dann auch von rechts, die ihm zunehmend Schwierigkeiten machte, in dieser Situation entgegentreten zu müssen. Trotzdem wird er knapp wiedergewählt.
Doch viel machen kann er nicht mehr. Die Stadt ist 1931 zahlungsunfähig und die Reichsregierung lässt ihn hängen. Da kommt auch noch Adolf Hitler nach Köln. Es war an einem Sonntag, da wurde ich durch die Mitteilung überrascht, dass über Nacht die Nationalsozialisten auf der Brücke in Köln überall Hakenkreuzfahnen angebracht hätten. Und ich habe dann erklärt, die Hakenkreuzfahnen müssen wieder runtergenommen werden. Man wurde bei mir vorstellig, ich möchte es doch die Augen zudrücken. Ich habe erklärt, nein, ich drücke die Augen nicht zu. Die Brücke ist städtisches Eigentum und die Hakenkreuzfahnen müssen herunter. Aber mir hat man das in Berlin sehr übel genommen, dass ich gewahrt hatte, gegen Hitler diese Stellung in aller Öffentlichkeit einzunehmen. Täglich kommen jetzt Morddrohungen ins Haus Adenauer. Die SA sammelt öffentlich Geld für die Kugel, die ihn erledigen soll. 1933 jagen die Nazis den Oberbürgermeister aus dem Amt. Adenauer ist auf der Flucht. Aus Angst vor einer Verhaftung zieht er in eine kleine Kammer im Kloster Maria Laach. Er lebt unter Mönchen, die Hitler verehren. Will er seine Familie mal sehen, schleicht er sich durch die Hintertür, denn die Rückkehr in den Großraum Köln wird ihm zunächst verboten. Erst Jahre später baut er in Rhöndorf am Rhein ein Haus, in dem er bis zuletzt bleiben wird. Wo heute jedermann ein- und ausgehen kann, fühlt sich Adenauer damals wie in einem goldenen Käfig. Er steht unter ständiger Beobachtung. In dieser Zeit setzt sich das Misstrauen in ihm fest. Mein Vater hat in der damaligen Zeit eigentlich sehr zurückgezogen gelebt. Ich wusste auch, dass er beobachtet wurde. Wir hatten ganz bei uns in der Nachbarschaft einen Herrn Heinemann, das war ein Obernazi, der war auch gleichzeitig Blockwart. Und weil er das wusste, hat er sich dann sehr zurückgehalten. Adenauer ist tief deprimiert. Ihn plagen Selbstmordgedanken. Immer wieder fordern ihn Widerstandsgruppen zur Mitarbeit auf. Aber Adenauer ist kein Widerstandskämpfer. Trotzdem wird er 1944 nach dem Attentat auf Hitler von der Gestapo verhaftet. Ich habe auch dem einen Ledermanteltyp, dem Gestapo-Mann, in den Hintern getreten. Und er sagte, wenn er das nochmal tut, nehmen wir dich auch mit. Es war so eine Reaktion von einem Kind. Man wollte die Mutter nicht verlieren und den Vater nicht verlieren. Adenauer kommt in die einst von ihm erbauten Kölner Messehallen. Sammelstelle für das KZ Buchenwald. Von hier rollen die Züge in das Vernichtungslager und auch Adenauer steht auf der Liste. Einmal dürfen die Kinder ihn besuchen. Dann habe ich meinen Vater gesehen in der Messehalle ohne Schnürriemen, wie der da mit offenen Schuhen da stand. Ne? Die Hosenträger abgenommen, ne? Damit sie sich nicht aufhängten. Ne? Mussten die Hosen selber festhalten. Ne? Das war wohl furchtbar. Ausgerechnet einer der von ihm wenig geliebten Kommunisten erkennt seinen ehemaligen Oberbürgermeister und rettet ihm das Leben. Adenauer flieht aufs Land. Doch seine Frau erträgt den Druck der Verhöre nicht und erzählt von seinem Versteck. Beide sitzen jetzt im gleichen Zuchthaus, ohne voneinander zu wissen. Gussi Adenauer zerbricht dort an ihrem Verrat. Meine Mutter hat ihr Pulsadern aufgeschnitten gehabt, das, was mich als Kind furchtbar mitgenommen hat. Sie überlebt und wird entlassen. Doch Adenauer muss bleiben. Sein Sohn Max holt ihn aus dem Gestapo-Zuchthaus. Lange hätte er es nicht mehr überlebt. Das erste Frühstück eines entkräfteten Konrad Adenauer. Ein paar Monate später kommen die Amerikaner. Sie machen ihn wieder zum Oberbürgermeister eines nun zerstörten Köln. Nach 5 Monaten übernehmen die Briten die Stadt und werfen Adenauer wegen Ungehorsams aus dem Amt. Ich sollte alle Straßenbäume in Köln umhauen lassen und den ganzen äußeren Grüngürtel umhauen lassen, damit die Leute in Köln im Winter Brennholz sehen. Damit hätten Sie ja eines Ihrer Werke, das Sie in Köln mit aufgebaut haben, was mir am Herzen lag, ja. Zerstört. Militärs waren gewohnt zu befehlen wahrscheinlich. Ja, aber ich war nicht gewohnt zu gehorchen. Adenauer will das Land wieder aufbauen, schließt sich der neu gegründeten CDU an. Da schlägt erneut das Schicksal zu. Auch seine zweite Frau erkrankt schwer.
Mutter ist dann qualvoll gestorben. Es war ein strahlender Frühlingstag und der Vater kehrte auch nach Hause zurück, regelte das Notwendigste und dann hat er sich in eine Isoliertheit begeben. Er brauchte diese Einsamkeit, um überhaupt damit fertig zu werden. Zum zweiten Mal in seinem Leben eine wirkliche Partnerin zu verlieren, die in ihrer Fröhlichkeit und in ihrem Optimismus so gegensätzlich zu ihm war und ihm wirklich dadurch eine ganz große Stütze gewesen war in den schweren Jahren. Adenauer sucht Halt in der Arbeit, wird Präsident des Parlamentarischen Rates. Hier in Bonn wird das Grundgesetz geschrieben. Aber wo soll demnächst regiert werden? Die Entscheidung fällt zwischen Frankfurt und Bonn. Er war Rheinländer und Kölner und das spürten wir, also das war der Lebenshintergrund, den er hatte. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er vielleicht in Frankfurt so glücklich gewesen wäre, wie er es eben im Rheinland war. Er hätte in Frankfurt sicher also mehr Kräfte aufbringen müssen, um mit den anderen Verhältnissen dort fertig zu werden, während in Bonn die ganze Stimmung sozusagen mit einer gewissen Selbstverständlichkeit seine Politik getragen hat. Die Heimat